Und somit sage ich Hallo an alle, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu dem Randomizer von Digimon Rolled. Im letzten Part sind wir in den Mount Infinity gegangen und haben jetzt auch gegen Schluss dann noch Megadramon mit unserem so geilen Gigadramon besiegt und machen genau da weiter, denn es warten noch zwei ziemlich starke Bosse auf uns. Doch ich denke, das sollte jetzt keine allzu große Herausforderung sein mit der Eierstatue, da sollten wir Metallgremon jetzt easy wegschlagen. Ich denke, Maschinendramon wird jetzt auch kein großes Problem sein. Die eigentlichen Bosse, meiner Meinung nach, sind Digitamamon und Gabumon. Gabumon könnte halt noch so schlimm und stark werden. Aber gut, wir geben alles. Wir versuchen alles kurz und klein zu hacken. Genauso auch hier jetzt mit Metallgremon. So, ich würde das gerne noch... Okay, interessant, dass er mit so schwachen Angriffen angreift. Aber gut, noch ein letztes Mal. Okay. Dann gehen wir direkt in die A-Statue rein. Viel Leben hat der Gute, aber das wird ihm jetzt auch nicht weiterhelfen. Schauen wir mal, haben wir irgendwas, was wir wegschmeißen können? Ja, ein Omnipotent können wir ohne Probleme rausschmeißen. Gibt noch einmal 1500 von beiden. Und Metallgremon hat überhaupt keine Chance. Man sieht jetzt auch, er ist noch paralysiert noch dazu. Zwei Angriffe schaffen wir das, bevor er uns noch angreift. Ja. Da hat Gigadramon einen kurzen Prozess mit ihm gemacht. Mal schauen, was für ein Item droppt er jetzt eigentlich. Irgendwas Brauchbares? Ein Restore, ja. Nehme ich mit. Nehme ich liebend gerne mit. Jetzt weiß der Gute auch nicht, wie ihm geschieht und macht sich auf den Weg in die Stadt. Gigadramon hat Hunger, aber wir haben schon im letzten Part gesehen, dass die Chainmelon ihn krank machen kann. Deswegen füttern wir ihn mit ganz normalem Fleisch. Was anscheinend auch ausreicht. Okay. Also ab zum allerletzten Boss. Und ich werde jetzt auch nicht unbedingt die Werte noch einmal hochpushen, sprich in heilen und den P auffüllen. Das ist gar nicht nötig, weil so stark wird das Maschinendramon auch nicht sein. Und was ich mich halt frage, kann man im Randomizer auch einen Maschinendramon bekommen? Weil es gibt ja auch schon solche Hacks und was Gott was alles, Mods. Habe ich mal gesehen, dass man Maschinendramon als eigenes Digimon haben kann. Und das wäre halt schon ziemlich geil. Aber gut, da kommt der Gute. Und da haben wir es, das legendäre Maschinendramon. Und ich finde das Battle Team einfach so geil im Finale. Die Musik ist einfach so genial im Hintergrund. Okay. Das fängt schon mal nicht so gut an. Mal schauen, dann machen wir den Spaß einmal. Und dann noch den hier dazu. Dann brauchen wir auch seine Werte nicht pushen. Wie viel macht das? 50 mehr. Ja, ist gar nicht so schlecht. Okay, jetzt ist er auch noch paralysiert. Dann nutzen wir die Zeit, einmal noch hoch zu pushen. Und können schnell angreifen. Ja, wir sind im Angriff sogar ausgewichen, dadurch, dass wir einen Angriff ausgeführt haben. Nice. Finde ich geil. Ja, aber komm, Gigadramon, mach kurz einen Prozess mit ihm. Mit deinem 999 Angriff. Aber Maschinendramon hat da überhaupt keine Chance. Und wir wehren sogar noch einen Angriff ab. Okay. Wie wär's jetzt mit der Ulti? Und ich hab den Dreh raus. Okay, eine MP-Disk wäre gar nicht so schlecht. Aber, eine Ulti ist, war jetzt etwas unerwartet. Mit 2500 Schaden fast, das ist gar nicht so schlecht, aber ein Angriff noch. Okay, dann machen wir noch so auf ganz lustig. Durch die Abwehr hindurch haben wir es besiegt. Okay, das war eine geile Animation. Und noch einmal 9999 Bits.
Okay, Machine Ramon wurde ein weiteres Mal geschlagen. Ja, the most powerful slave, mein Freund. Solltest du deine Digimon doch nicht ganz so versklaven? Okay, jetzt verpisst sich Analog mir noch. Aber wir haben den Guten ziemlich fertig gemacht. Jetzt muss ich halt da noch überlegen, welche Station haben wir noch? Wir haben die Spielzeugstadt, wir haben Monochromon, wir haben den... Das Eissanktorium. Myotismons Villa können wir noch machen. Und wir müssen noch einmal hierher zurück zu Digitamamon, haben Gabumon noch. Also haben wir eh noch einiges zu erledigen. Aber den Hauptteil haben wir mal erledigt. Ich müsste auch nachschauen, an welchem Tag wir in Ogremons Festung wieder gehen müssen. Damit wir noch einmal in der Back Dimension oder wie das hieß, dass wir dort noch einmal hingehen und gegen Machine Ramon ein weiteres Mal kämpfen. Natürlich möchte ich speichern. Okay, jetzt verabschieden wir uns. Jetzt kommt auch wieder dieser Tonbug im Hintergrund. Und jetzt sollten die Credits da sein. Ja, das sind sie auch. Kann ich den Spaß skippen, ist die Frage. Ich denke nicht, aber ich werde das jetzt mal so machen. Ich mache hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann bei der Endsequenz wieder. Und machen dann auch gleich dort weiter. Ach, Andromon, wir können doch gar nicht zu dir. Okay, und da sind wir auch schon angekommen. Zu Hause. Und ist das doch nicht ein schönes Ende? Aber jetzt wird der Bug dauerhaft im Hintergrund sein, da müsste ich dann, glaube ich, das Spiel neu starten. Weil man hört's noch immer. Ja. Okay, ein kurzer Cut und bis gleich. Und wieder zurück, sollte es jetzt weitergehen. Genau, da haben wir auch schon die nächste Sequenz. Ja, das ist halt schwer zu glauben, jemandem zu erklären, dass du wirklich in der Digi-Welt warst. Und ich finde es halt lustig, dass alle Kinder einfach auf dem Boden jetzt K.O. sind oder was auch immer. Und ich denke, jetzt müssen wir uns sogar noch einmal die Credits geben. Oh. Ja, viele Cuts in dem Part. Ich denke, jetzt sollte es weitergehen. Ja, wir sind zurück. Jawohl, wir sind zurück. Gerade warst du aber noch ein Mamemon, mein Freund. Nice. Haben wir Warmon? Das kann's ja nicht sein. Okay, also wir werden wirklich, wirklich, wirklich vom Pech verfolgt. Viele Digimon bleiben nicht mehr übrig. Mal schauen.
Okay, er ist zurück. Ich müsste mir das anschauen, an welchem Tag er tatsächlich zurückkommt. Okay, Metal Grimmon ist offiziell zurück. Erdramon ist auch da. Ja, und über Devimon wird nicht gesprochen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, dann holen wir uns wenigstens ein paar Filets ab. Okay, habe ich anscheinend schon abgeholt. Was ich eigentlich sehr stark bezweifle. Aber schauen wir uns mal an, wie schaut es bei dir wertetechnisch aus. Okay, etwas hochheilen wäre gar nicht mal so schlecht. Das werde ich machen und dann machen wir uns auf den Weg, hätte ich gesagt, zu... Ja, Gabumon. Wir fordern, wenn wir schon den ersten Boss besiegt haben, auch gleich den nächsten Boss heraus. Und mal schauen, ob wir es überhaupt schaffen. Ich bezweifle es halt irgendwie. Aber bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück und... Also jetzt sollten auch die Werte wieder alle voll sein. Ja, perfekt. Gut, ich habe jetzt noch einmal... Na, also Gigadramon übernachten lassen. Dadurch konnte ich auch speichern, weil... Wenn ich jetzt gegen Gabumon verliere, würde ich gerne zu demselben Speicherpunkt noch einmal zurückkehren und noch einmal hingehen, wenn wir stärker sind. Aber gut, wir haben halt so viele Super Restores und sind auf 999 Angriff. Das sollte schon gut möglich sein, ihn zu besiegen. Ich meine, ich bezweifle es halt sehr stark, dass wir den Kampf verlieren, aber man weiß ja nie. Ich würde jetzt nur noch schnell meine Sachen da lassen, die ich nicht unbedingt mitbenötige. Wie zum Beispiel den Spaß, den Spaß, den Spaß. Und das wäre es auch schon gewesen, okay? Gut, Gabumon, wir kommen. Und ich hoffe, dass die Eierstatue da ausreichen wird. Das letzte Mal haben wir ihm nicht wirklich viel Schaden zugefügt und ich denke mal, dass alle seine Werte auf 999 sind. Also, let's see and hope. Vielleicht ist er ja endlich das so sehr gesuchte Warmon für die Stadt. Das wäre halt so wichtig. Aber gut, wir sind mal da und danach, wenn wir schon hier sind, sollten wir gewinnen, können wir gleich Richtung Dings gehen. Wie heißt denn? Also Spielzeugstadt. Zu Vadum und Saemon, das können wir auch noch machen. Okay, dann gehen wir mal an euch vorbei, okay. Nice, warum auch nicht? Und ich sag's euch, ehrlich, mir geht ein kleines bisschen der Kackstift gegen Gabumon jetzt. Hier noch einmal vorbei, ohne in den Kampf reinzugeraten, gut. Und ich glaube, jetzt sind hier diese komischen Schelmons, oder? An denen müssen wir auch mal vorbei. Okay, war doch etwas einfacher als gedacht. Aber jetzt stehen wir vom eigentlichen Boss. Das große Monster namens Gabumon. Sind wir vorbereitet? Ja, wir haben so viele Super Restores. Das sollte schon gut gehen. Hoffe ich zumindest. Ich werde jetzt auch schauen, direkt anzugreifen, bevor er sich noch einmal mit seinen Werten hochpushen kann. Okay, 623 Schaden und direkt eine Paralyse. Wir verursachen aber nicht 623 Schaden. Okay, wir lassen dem Guten jetzt auch überhaupt gar keine Chance. Aber ich denke, der Kampf ist jetzt nun machbar. Ist der Schaden, den er bekommen kann, gecapped? Okay, machen wir es mal so. Okay, gut abgewehrt. Mal schauen, besiegst du uns jetzt direkt? Nein, das ist schon mal sehr gut. Die Werte werden noch einmal erhöht, das gefällt mir nicht. Okay, dann hätte ich noch einmal die Omnidisk rausgehaut. Und ich habe es nicht geschafft.
Das waren jetzt nicht 2130 Schaden. Und wir verursachen jetzt wahrscheinlich immer weniger, aber noch genug, um den Kampf wahrscheinlich zu gewinnen. Das ist ja so extrem mit diesem Gabumon. Und wie schnell kommt es zu seinen Ultis, bitte? 2559 Schaden. Ach du heilige Scheiße. Aber gut, Gabumon hat keine Chance gegen uns. Wir haben ein weiteres Mal abgeblockt, das gefällt mir. Okay, nur 279. Ich hätte mir tatsächlich mehr erwartet von ihm. Ich würde liebend gerne, jawohl, eine Paralyse abwarten. Ich müsste hier weg aus der Ecke. Ja. Perfekt, somit haben wir den Kampf versetzt. Okay, noch eine Eisstatue geht sich ohne Probleme aus und jetzt die Ulti hinterher. Und ist seine Paralyse einfach direkt abgelaufen oder hat das nur so ausgeschaut? Weil das ist kurz blau um ihn herum geworden. Interessant. Okay, das könnte jetzt unser Ende sein, weil davor hat er 2500 Schaden gemacht. 2600 jetzt sogar. Aber wir konnten ihn ein weiteres Mal paralysieren. Ich würde jetzt noch einmal aufs Full Potential gehen. Und die Werte ein kleines bisschen erhöhen. Das ist mal gar nicht gut. Und der greift uns gerade wortwörtlich mit einem Tritt in den Hintern an. Steht da gerade 8871? Okay, das ist wahrscheinlich jetzt das wahre Leben von ihm. Denn jetzt ziehen wir auch, glaube ich, diese 600 Schaden ab. Okay, das ist heftig. Wie viel Leben hat es? Komm, noch eine Statue und jetzt eine Ulti hinterher. Nein, schade. Aber jetzt verursachen wir endlich Schaden. Komm schon. Noch ein kleines bisschen Gigadramon. Noch um die 4 Angriffe. Boah, 3000 Schaden. Ich denke, das wird immer stärker, desto länger der Kampf dauert. 2 Angriffe noch. Und noch einer. Und wir haben das Monster Gabumon besiegt. Nice. Ah, cool. Und wir haben sogar einen Angriff gelernt. Nice. Warum auch nicht? Ja. Du warst ziemlich, ziemlich stark, Gabumon. Also, mein Respekt hast du dir auf jeden Fall verdient. Okay, ich wollte schon sagen, wehe, du bleibst jetzt hängen. Weil das wäre halt so bitter, bitter belastend gewesen. Aber gut, wir gehen jetzt zurück in die Stadt und mich interessiert wirklich, wer Gabumon tatsächlich in der Stadt ist. Ich hoffe auf mein Warmon. Komm schon. Und noch immer nichts. Das wird ja immer knapper und knapper. Und wer ist tatsächlich in die Stadt gekommen? Mojamon. Mojamon. Dich braucht auch kein Mensch. Aber ja. Gut, Leute. Damit hätten wir es für den Part für heute. Ich bedanke mich an alle, die so zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch liebend gerne das Video. Und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann.